Es ist Mitte November, wir stehen beim Decathlon in Saarlouis. Hier ist der Michi. Hallo Michi. Hallo, grüß dich. Genau, du warst im Urlaub. Genau, ich war 12 Tage im Urlaub und bin heute den ersten Tag wieder da. Genau, das nennt man jetzt Schock, denn hier ist es kalt. Du kommst aus einem Ort, wo es warm war, oder? Ja, ich war in Mexiko, da war es so 28, 29 Grad. Und als bitte nochmal. Ja, 28, 29 Grad und als ich aus dem Flieger kam, bin in Frankfurt gelandet, dann war es doch so ein leichter Schock wieder für mich von den Temperaturen her. Genau, es geht heute um das Thema Ski, aber auch im Bereich Fahrrad wird sich einiges tun, oder? Genau, wir sind gerade fleißig am Umbauen. Wir werden ein neues Fahrradkonzept implementieren hier im Store, wo wir die Möglichkeit haben, viel, viel mehr Fahrräder dem Kunden zu zeigen. Genau, hier links ist ja die Fahrradabteilung und wir starten direkt mal rechts. Da ist die Aktionsabteilung und alles dreht sich heute um das Thema Wintersport. Das ist richtig. Saisonal haben wir so umgebaut, dass die Wintersportabteilung im Winter natürlich vorne ist, dass der Kunde die direkt findet. Und ja, heute würde ich dir gerne ein bisschen was zeigen, was wir haben. Genau, und wenn ihr irgendwas macht bei Decathlon, dann ist es immer gleich riesig. Ja? Wir haben nicht nur ein Regal, wir haben ungefähr 20, habe ich das Gefühl. Aber jetzt ohne Witz, es sind circa 20. Das heißt, es fängt jetzt hier vorne an mit Handschuhen. Genau, hier vorne haben wir die ganzen Accessoires, also alles, was man so braucht an Handschuhen, Mützen, Schals, Buffs, damit man nicht friert und nicht krank wird. Ja, extra Handschuhe für Snowboarden oder Ski, wo man auch in den Schnee greifen kann, die extra robust sind. Also ich zeig's mal gerade. Das hier, was wir jetzt gerade gesehen haben, ja, dieser ganze Bereich, das sind nur Handschuhe. Das sind tatsächlich nur Handschuhe für Kinder und für Erwachsene. Das ist vollkommen verrückt. Auf 8 Meter, glaube ich. Auf 8 Meter habt ihr nur Handschuhe. Das heißt, für Kinder, Erwachsene, für Ladies in Pink, in Grau, das ist jetzt nicht sortiert nach Geschlecht, oder? Genau, wir sehen es hier ganz gut. Hier drüben hast du eigentlich ein schönes Kolorama. Da hast du Farben für Frauen, ganz klassisch die Schwarzen, die Weißen. Für jeden eigentlich was dabei. Sehr schön. So, dann geht es hier weiter. Es gibt natürlich dann Mützen. Es gibt auch Mützen über einige Meter, ja. Und du siehst, da hinten kommen nochmal Handschuhe. Also ich zeige es mal, 1,99 Euro. Das ist eine Mütze, die genau funktioniert, oder? Das ist eine ganz klassische Mütze. Ganz einfach, gehalten, in schwarz. Hält warm, passt. Genau, da sind wir auch schon beim Thema. Weeze ist eure Eigenmarke. Das heißt, ihr habt ja so Labels. Zum Beispiel, was ist für ein Label im Sommer? Im Sommer ist es zum Beispiel im Bergsportbereich ist Quechua. Genau. Im Ski-Bereich ist es Weeze, unsere Eigenmarke. Oder auch Nabaji im Schwimmbereich. Nabaji, da hat sogar mein Sohn hat dort Schwimmflügel von Nabaji. Wo ich mich immer gefragt habe, was ist Nabaji? Und irgendwann bin ich im Decathlon gewesen und habe gedacht, oh, Decathlon. Genau, unsere Eigenmarke im Schwimmbereich. So haben wir für jeden Bereich unsere eigene Marke. Super, das heißt, ihr habt Mützen, ihr habt natürlich auch ein paar Sachen, die ihr aus dem Radsport so kombiniert, also die ihr sowieso fertigt, die aber auch fürs Ski und Snowboard ganz gut sind, wie zum Beispiel diese Schals. Genau, aber die sind wirkt von Weeze, die Schals, aber die gibt es in ähnlicher Ausführung auch im Radsportbereich, vom B-Twin, von unserer eigenen Marke bei Radsport, weil auch der Fahrradfahrer hat es gern warm. Korrekt, ja. Ihr habt aber auch Pudelmützen, so, jetzt kommen nochmal Handschuhe. Fäustlinge. Insbesondere jetzt für Kinder jetzt in dem Bereich, also das war vorne war eher für Erwachsene und hier haben wir eben warme und wasserdichte Handschuhe für Kinder. Genau, da geht es los für 4,99 Euro. Ihr habt eine ganz besondere Garantie und zwar bin ich mit irgendwas nicht zufrieden, ja? Kann man die ein Jahr lang zurückgeben, die Sachen, richtig? Exakt, 350 Tage Umtauschrecht, ja, weil wir sagen, Sportprodukte muss man ausprobieren. Ja, in der Filiale kann man schauen, okay, das passt, aber letztendlich, wenn ich es beim Sport benutze und ich bin nicht zufrieden damit, dann kann ich es auch gerne wieder zurücktauschen, egal ob benutzt oder unbenutzt. Genau, großes Gewinnspiel auch noch hier bei Facebook, aber darauf werden wir etwas später kommen. Und hier ist eine ganz tolle Abteilung. Es ist das Snowboard-Material. Das heißt, also ihr habt ja nicht nur Kleidung, sondern hier ist jetzt ein Material zum Beispiel für Kinder. Das steht ja oben drauf. Das macht mir natürlich das Leben als Kameramann besonders einfach. Was ist hier zu sehen? Genau, hier haben wir Kinderboards. Nebendran die Kinder-Snowboard-Schuhe. Und wenn du ein bisschen weiter filmst, dann ist das selber auch noch für Erwachsene da. Ein bisschen mehr Auswahl für die Erwachsenen an Boards und auch an Schuhen. Und ja, unser günstigstes Board kriegt man schon ab 119,99 Euro im Erwachsenenbereich. Da ist natürlich die Frage, wie sowas geht. Aber die Frage, die stelle ich dir immer wieder. Bitte nochmal um kurze Antwort. Ich beantworte sie dir auch immer gerne wieder. Ist so, dass wir natürlich dadurch, dass es ein Weeze-Board ist, also von unserer Eigenmarke, wir keine Zwischenhändlerkosten zahlen müssen. Wir jetzt über 1000 Filialen haben, was es uns möglich macht, große Chargen auch zu produzieren, um auch kostengünstig irgendwo zu produzieren. Und diesen Preis geben wir direkt an die Kunden weiter. Genau, auch hier bietet ihr alles an. Ihr habt auch einen Service, da wo normalerweise der Fahrradbereich ist. Da gehen wir später ein bisschen mal kurz hin, gucken uns das mal an. Ihr macht die Ski fit, könnt die Snowboards fit machen, alles. Also alles, was an Service für Winter angeht, oder? Genau, wir unterscheiden zwischen dem kleinen und dem großen Service im Ski- und Snowboard-Bereich. Das heißt, kleiner Service, also Kanten schleifen lassen, ein bisschen Wachs drüber. Und im großen Service hat man noch den Vorteil, dass wirklich auch Gatzer und Dellen wirklich ausgebessert werden, dadurch, dass ein bisschen Beschichtung reinkommt.
Genau, ich darf aber nur Ski zu eurem Service hinbringen, die ich auch hier gekauft habe, oder? Nein, ganz jegliche Skier, das ist wie bei den Fahrrädern auch. Ich glaube, du hast mich getestet, aber ja, genau. Du kannst jeglichen Ski zu uns bringen, das kann okay, ich. Klasse. Das heißt, ihr könnt jeden Ski wieder fit machen, also wenn es denn noch geht. Genau, so ein großer Service, da wird auch abgeschliffen Belag, das heißt, den kann man nicht 100 Mal machen mit einem Ski oder Snowboard, weil irgendwann ist der Belag durch, aber ja, solange das noch geht, machen wir das. Genau, was ist hier zu sehen? Hier haben wir unseren, ich nenne es mal Materialgang, also hier sind noch die Accessoires wie Socken neben den Schuhen, das macht Sinn, die Skisocken neben den Schuhen, aber hauptsächlich dreht sich alles um den Bereich Skimaterial, das heißt, wir haben hier Schlitten zum Rodeln, wir haben hier wir haben hier Skischuhe, die Snowboardschuhe haben wir eben gesehen und eben Skier, Helme, Brillen, also alles, was man so braucht, außer Bekleidung. Man kann aber mit Fug und Recht behaupten, für den Bereich Wintersport, wenn es es hier nicht gibt, dann gibt es es wahrscheinlich nicht. Also vom Typ her, sage ich jetzt mal. Ihr habt Schuhe, ihr habt eigentlich alles, oder? Genau, also wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt morgen anfangen, Ski zu fahren, dann kann man herkommen und kann eigentlich rausgehen als in kompletter Montur mit dem Ski, mit dem Schuh, mit Stöcken, mit Mütze, Schal, Handschuhe und kann sich einmal komplett eindecken. So, ihr habt nicht nur Eigenmarken, hier habe ich zum Beispiel Salomon, das ist wahrscheinlich ein Damenprodukt, was ich gerade sehe, oder? Das Richtige ist ein Damenschuh, sieht man an den weiblichen Farben. Steht auch da oben. Aber ich habe es jetzt erst gesehen. Ist ein Fuchs. Ja. So haben wir auch versucht, eben unser Sortiment bestmöglich aufzubauen. Haben wir die ein oder andere Fremdmarke, nenne ich es mal, ne? Auch wie Salomon, unser Sortiment so komplett wie möglich zu machen. Ihr habt auch Weze. Aber wir haben auch Weze-Schuhe und die sind echt nicht schlecht, ne? Also die sind echt gut. Und ich habe selber schon, war mit Weze auf dem Berg unterwegs, mit Weze Skischuhen, mit Weze Skiern. Und ich kann echt nicht klagen, es war echt ein schönes Erlebnis, ein schöner Skiausflug. Und es war dir auch erlaubt, mit Weze-Schuhen auch in eine Hütte einzukehren. Es müssen keine Salomon-Schuhe sein, das heißt, die Leute haben auch ein Bier mit dir getrunken mit Weze-Schuhen, oder? Genau, bei der Eingangskontrolle in die Hütte kam ich trotzdem rein und wirkt, funktioniert wunderbar. Ja, womit wir wieder mal beim Thema sind, die Eigenmarken, die werden ja irgendwann mal erkannt. Mittlerweile ist das ja richtig salonfähig, ja, die Produkte von euch zu haben, oder? Genau, Decathlon wächst und unsere Eigenmarken werden immer bekannter. Und natürlich verbessern wir uns auch. Je stärker wir wachsen, desto mehr Mitarbeiter arbeiten auch in den Marken selber. Und desto besser werden natürlich auch jedes Jahr unsere Produkte. Und ja, ich denke, wir sind sehr konkurrenzfähig. Es geht ja auch darum, den Leuten das mal zu zeigen, die vielleicht euren Markt noch nicht kennen oder vielleicht mal hier waren und den Markt vielleicht aus einem ganz anderen Punkt kennen, die vielleicht sagen, naja, Ski, das habe ich gar nicht gewusst. Genau, diejenigen, die vielleicht erst im Sommer da waren, die haben die Abteilung noch gar nicht so gesehen. Aber wir sind immer fleißig am Umbauen für unsere Kunden, damit sie das richtige Produkt zur richtigen Jahreszeit finden. Von daher kann man gerne vorbeikommen, sich das mal alles in aller Ruhe angucken. Genau, ein ganz großes Thema ist das Thema Beratung. Und da haben wir hier nämlich jetzt einen ganz jungen Mann, der hier vorne steht, den wir mal kurz zu uns rufen. Ja, du bist noch recht neu dabei, oder? Hier bei Decathlon Saarlouis. Genau, ich bin jetzt seit einer Woche hier und gefällt mir sehr gut bis jetzt. Genau, du fährst gerne Ski? Ja, also ich fahre mittlerweile Snowboard. Ich bin komplett umgestiegen, bin früher aber Ski gefahren, relativ lang. Ja, jetzt fahre ich nur noch Snowboard. So, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich brauche ein paar neue Schuhe, was wäre die erste Frage? Ja, Anfänger, fortgeschritten oder Profi? Nicht Ski oder Snowboard? Ja, das ging ja... Ein Scherz, nee, ich, okay. Skischuhe will ich jetzt. Genau, also dann geht es halt erstmal ums Fahrerkönnen und dann auch um den... dann kann man schon gucken, wie viel Flex der Schuh haben muss oder... Flex, was ist Flex? Flex ist die Härte vom Schuh. Zeigen. So, das ist wie immer bei uns, ja, wenn du irgendwas machst, dann musst du auch mal zeigen. Flex ist die Härte vom Schuh, zeig's mir. Genau, das steht meistens hier auf unserer Tabelle, da haben wir immer alles drauf, wie viel Flex der Schuh hat. Und je mehr Flex der Schuh hat, desto eher ist er für Profis geeignet, sag ich mal. Und das heißt, die Schuhe für die Anfänger, die sind relativ starr? Nee, eben nicht, die sind sehr weich, genau, okay. Weil es dann mehr Komfort ist am Schuh. Okay. Man hat zwar nicht so viel Kontrolle über den Ski, also er lässt sich nicht so hart fahren, sag ich mal. Und je mehr Flex der Schuh hat, desto besser reagiert der Schuh auf die Bewegungen, die der Skifahrer selber macht. Ein super Schuh hätte ich jetzt mal von dir gerne mal gezeigt, wo du sagst, das ist so das High-End-Material der Porsche und deinen Schuhen. High-End, das wäre dann... Okay. Du siehst, es zieht mich zu den einfachen Sachen immerhin. Ja, ich bin auch ein einfacher Mensch. Das ist jetzt, was für ein Schuh ist das? Also es ist jetzt einer für einen fortgeschrittenen Fahrer von Weze, von der eigenen Marke von Decathlon. Und das ist... Der hält war auch warm, oder? Trocken? Ja, warm ist er auf jeden Fall. Trocken ist was anderes, wenn man dann schwitzt. Muss mal bei die Socken gehen, das ist nur was ganz anderes. Okay, das heißt, es gibt alle Tricks, du kennst dich aus, du weißt genau, was hier zu tun ist. Und man kann dir bedenkenlos vertrauen, da kommt jemand raus und hat einen Schuh dann später.
Das denke ich schon, ja. Wenn der jetzt nicht passt und er drückt und ich bin noch nicht im Skiurlaub, bin damit ein bisschen rumgefahren, man sollte schon damit Ski erstmal fahren, oder? Ja. Also jetzt nicht zu Hause das zumachen wie verrückt, aber es gibt da auch alle Tipps von dir, oder? Ja, also gerade dazu muss man sagen, ein Skischuh ist meistens nie bequem. Ja, okay. Also es ist immer, ehrlich, ja. Es gibt immer Druckstellen und er schmerzt auch immer. Deswegen fahre ich Snowboard. Okay. Also es ist immer, man muss schon mal damit fahren. Normalerweise ist es dann auch erst richtig unbequem, wenn man erst mal ein bisschen gefahren ist. Ja. Aber das ist immer normal. Man muss auch Skischuh anprobieren, ansonsten ist es, genau. Also man muss immer anprobieren. Und man darf ja anprobieren, was das Zeug hält. Ich kann ja alles ausprobieren, kann anprobieren. Wenn ich jetzt Ski gefahren bin und bin wirklich total unglücklich, bringe ich sie einfach nochmal her. Genau, das ist ja so Angebot von Decathlon. Das ist schon ziemlich einmalig, oder? Ich kann die testen und wenn ich unzufrieden bin, komme ich nochmal? Also ich glaube, das ist gerade deswegen, dass man wirklich hier alles testen kann. Der Kunde darf alles auspacken und anprobieren und ausprobieren. Das gibt es, glaube ich, sonst so in der Nähe nicht. Okay, super. Vielen, vielen Dank, kein Philipp. Problem. Ganz neu dabei. Und das war jetzt einer von vielen. Also der Philipp ist ja nicht der einzige Kollege hier, aber wir drehen heute am Mittwoch, richtig? Genau, Mittwoch ist heute. Du bist frisch aus dem Urlaub. Ich bin mir nach dem Urlaub manchmal nicht sicher, was für ein Wochentag ist. Ich muss mich erst wieder akklimatisieren mit dem Arbeitsleben. Ich sehe gerade, es gibt ja alles von Weeze. Also es gibt sogar Stöcke. Genau, also man kann sich mit Weeze komplett einmal abdecken, vom Skischuh bis zum Ski, bis zum Snowboard, Bekleidung, Accessoires. Also wir haben alles von Weeze. Genau, ihr habt sogar Skier. Kommen wir auf das hier. Sogar Skier. Genau. Bindung und Ski sind hier schon zusammen. Ist das normal so bei euch? Die kommen Ski und Bindung zusammen? Genau, in der Regel schon. Beim Snowboard ist es ein bisschen anders. Da ist die Bindung und das Board oft auch separat. Aber beim Ski ist es in der Regel direkt alles zusammen montiert. Genau, hier sind jetzt entsprechende Tabellen. Was ist hier zu sehen? Ja, also wir unterscheiden zwischen Pistenski, den man natürlich auf der Piste fährt, oder auch einem Ski, den man auch abseits von der Piste fährt, so ein Freeride-Ski, die natürlich andere Bedingungen standhalten müssen. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir über die Schaufel reden, also die Schaufel ist das hier vorne, ja, dann sollte die, wenn man natürlich im Tiefschnee ist, ein bisschen geschwungener sein, damit man gut durchkommt und nicht so stecken bleibt. Und dann, das ist hier auf der präparierten Piste ist das natürlich deutlich einfacher. Genau, da sieht man es eigentlich ganz gut. Hier sind solche praktisch ganz kleinen Balken, wo man sehen kann, für was das jeweils geeignet ist. Der ist jetzt so mittel geeignet für Piste, für jedes Gelände. Das ist ein Einsteiger-Ski, denke ich mal. Und hier haben wir dann wahrscheinlich hier oben die fortgeschrittenen Skis. Und da sieht man auch, der ist für die Piste gut, nicht für jedes Gelände und so weiter. So, jetzt gibt es drei Möglichkeiten, wie ich mich informieren kann. Ich kann entweder zum Philipp gehen oder zu dir. Richtig. Ich kann aber auch ins Internet gehen oder an die Terminals oder kann über die App kann alles sehen. Also mittlerweile, wir sind ja im digitalen Zeitalter, haben wir die Möglichkeit, im stationären Handel immer einen Verkäufer zur Seite zu ziehen, der einem gerne weiterhilft, wie Philipp oder auch ich. Oder man guckt in der App, macht sich im Internet schlau, viele Kunden, ungefähr die Hälfte unserer Kunden bereiten ihren Einkauf heute schon online vor, über Tablet, über Computer, über Handy und wissen eigentlich schon ganz genau, was sie wollen und kommen schon vorbereitet in die Filiale, was uns dann einfacher macht, auch die Bedürfnisse zu erfüllen. Die App hat einen riesen Vorteil. Wenn ich irgendwas kaufe mit der App und habe eine Kundenkarte hier, dann kann ich die Rechnung ruhig verlieren, oder? Richtig, man braucht quasi seine Rechnung gar nicht aufheben, also die brauchst du gar nicht verlieren, weil du sie gar nicht mitnehmen brauchst, ja. Weil deine Einkäufe auf deinem Kundenkonto gespeichert sind, auf deiner Kundenkarte und mittlerweile hat man auch keine Karte mehr in dem eigentlichen Sinne, wie eine Kreditkarte. Barcode. Genau, es ist ein Barcode, der in deiner App verankert ist und damit sind alle deine Einkäufe gespeichert und wenn dein Ski zum Beispiel irgendwann nicht mehr für dich passt, du bist nicht zufrieden damit, dann haben wir es in deinem Kundenkonto und das ist gar kein Problem. Super, wir haben auch Skibrillen. Da auch wieder mal, es ist fürchterlich mit euch. Ja, ihr habt nicht nur einen Helm, ihr habt jetzt, ich muss wieder zurückgehen mit meiner Kamera, die ist schon weitwinklig bis zum geht nicht mehr, aber das langt hier nicht mehr. Ihr habt richtig viele. Was ist da zu beachten bei Skibrillen? Also erstmal natürlich, dass es richtig passt. Wir haben verschiedene Größen. Du siehst zum Beispiel, hier haben wir Größe S oder L, dass sie wirklich auch gut sitzt, dass man einen schönen Rundumsicht hat, dass die richtig sitzt, die Brille. Dann gibt es schlechtes Wetter, sonniges Wetter oder Allwetter, das heißt, es gibt Brillen mit einer richtigen Beschichtung, dass ich auch wirklich, wenn es schneit und neblig ist, eine bessere Sicht habe. Oder eben eine Brille, wenn ich weiß, okay, die Wettervorhersage ist gut für meinen Skiurlaub, dann kann ich auch eine nehmen, die für besseres Wetter geeignet ist. Genau. Sieht man immer wunderbar an unserer Verpackung, für welches Wetter die gedacht sind. Ja, das ist jetzt Sonne und Wolke, also so eher ein bisschen Allround. Mhm. Oder, lass mich mal schauen, oder hier zum Beispiel haben wir ein Modell, na, das ist auch beides. Aha.
Ja, das ist der Vorführeffekt. S habe ich hier. Das ist der Vorführeffekt. Ah, nee, S ist klein hier, wahrscheinlich. Hier sieht man es ganz schön, wenn du zeig mal. Hier oben ja. drauf schaust. Da haben wir dann hier das eben für nebliges Wetter. Dann sieht man hier auf der Verpackung wunderbar dieses Zeichen. Ach, bei nebligem Wetter ist dieses wunderbare Gelb nämlich mit drin. Da wird alles schön hell und die Kontraste werden, oder? Richtig, richtig. Und hier der Bereich war eben das, ja, so sonnig. Das war gemein, das war oben drüber. Das heißt, wir hatten ja nur Sonnenbrillen genau. und hier haben wir die nebligen. Da konnte ich quasi ja nur falsch liegen. Und da ist Regen. Richtig. Nee, Schnee ist es. Genau. Genau. Und so sind die Brillen aufgebaut, sodass der Kunde sich schon selbst eigentlich ganz gut zurechtfinden kann. Und wie gesagt, wenn Hilfe benötigt, sind wir da. Gut, wir geben ein bisschen Gas. Wir gehen mal in die nächste Abteilung. Es gibt auch die Protektoren. Das ist ja Wahnsinn. Genau. Ihr habt ja alles. Alles, damit man nicht im Krankenhaus landet. Das heißt, wir haben klassische Protektoren als Weste. Ja, die wirklich schon hier auch im Einsatz haben. Zum Beispiel für den Rücken, gerade für die Snowboarder interessant, weil wenn man nach vorne fällt, kann das Snowboard in den Rücken fallen. Mhm. Und damit man sich da nicht den halben Rücken aufschlitzt, ist es wunderbar für Snowboarder so eine Weste zu haben. Mhm. Wir haben das gleiche auch für die Unterbekleidung. Wir haben das, wie man es auch von den Inlinern kennt, im Handgelenkbereich, weil die Snowboarder auch oft in den Schnee fassen, dass man sich da nicht das Handgelenk umknickt. Von daher ist man hier eigentlich sehr, sehr gut ausgerüstet. Super, gehen wir mal in die nächste Reihe. Da kommen wir zu einem ganz großen Thema, was natürlich wieder mal mit Mode zu tun hat. Gut, die Skier haben ja auch mit Mode zu tun, aber natürlich die Bekleidung, die Qual der Wahl, oder? Richtig, also du siehst, wir haben hier für Kinderbekleidung an der Wand, wir haben hier auf der rechten Seite die ganze Herren-Skibekleidung und auf der linken Seite die ganze Damen-Skibekleidung. Ich zeig's mal gerade, hier oben sind die Damen. Die Kinder, die habe ich gerade eben schon gesehen, die sind am Gang hier teilweise. So, und da drehe ich mich mal ganz kurz um und dann zeigen wir das mal gerade. Hier vorne sind die. Hier haben wir für Jungs und für Mädels. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, natürlich auch immer die passende Unterwäsche, weil damit man es schön warm hat. Genau, wir drehen auch extra am Mittwochnachmittag, ja, weil hier Samstag ist schon ein bisschen mehr los, oder? Genau, also wenn Schnee fällt, wird es richtig witzig, weil dann, sobald der Schnee fällt, dann fällt allen Leuten ein, dass sie ja doch Handschuhe brauchen und Mützen brauchen und einen Schlitten brauchen. Und ja, das ist wirklich sehr witzig zu beobachten. Sobald eine Flocke vom Himmel fällt, dann rennen die uns hier die Bude an. Genau, so, das ist aber kein Problem, denn ihr habt nicht nur eine Jacke, sondern ihr habt mal wieder 20 oder 30 Meter. Genau, wir haben einige Meter Auswahl, auch hier haben wir Weze auf jeden Fall. Aber auch hier findet man wieder auch mal zwischendrin eine etwas höherpreisige Salomon-Jacke. Genau, das geht auch, wobei die gar nicht mehr so weit auseinander liegen, wie ich sehe. Das heißt, die Qualität ist schon gut, oder, von Weze. Das heißt, ihr seid nah dran an den Großen, ne? Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir haben gute Produkte. Weze ist eine sehr gute Eigenmarke, wie ich finde. Sitzt auch direkt am Mont Blanc, also perfekte Bedingungen, um gute Produkte auch zu entwickeln und zu testen. Die sind direkt dort, wo es auch schneit. Genau, Chamonix, auch wo die Abfahrtsstrecke ist, da sitzt unser Mountain Store. Das heißt, es ist ein Geschäft von Decathlon, wo tatsächlich nur Bergsport und Wintersport angeboten Quatsch, wird. Echt? Ja, auf 3000 Quadratmetern sieht man da echt, also man hat keinen Wassersport, man hat kein Fahrrad drin, man hat echt nur Produkte für Bergsteigen, für Skifahren. Auf 3000 Quadratmeter? Ich meine, es sind 3000, ja, und das krass. Eben direkt am Fuß des Mont Blanc in Sallanches, Chamonix und perfekte Bedingungen, die Produkte natürlich auch direkt zu testen. Genau, so, hier sieht man auch was ganz Tolles, gerade ein Auslaufmodell, aber das ist was für eine Hose? Das ist unsere Einsteigerhose vom letzten Jahr, die wir dementsprechend jetzt reduziert verkaufen für 14,99. Kann man vor allem nichts falsch machen. Kann man nichts sagen, 14,99. Also es geht auch hier mal wieder, ich zeige es mal gerade, hier sind wir ja in der Frauenabteilung drin, 69,99, haben wir eine tolle Jacke. Und hier ist auch der Spiegel, hier kann man sich nämlich immer schön betrachten dann anschließend. Und man kann hier anprobieren. Ich nehme mal an, so gerade beim Thema Skisen die Kunden auch schon mal ein paar Stunden hier, oder? Ja, also gerade wenn man sagt, okay, ich möchte den Sport mal ausprobieren, dann ist es beim Skifahren so, dass man ja doch ein bisschen was braucht. Man braucht eine Protektion, man braucht Helm, Handschuhe, man braucht Mützen, man braucht den Ski an sich, man braucht den Schuh. Also da kann man schon ein bisschen Zeit hier verbringen, definitiv. Das sind natürlich jetzt Muster, die lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber die Mode... Sollte eine Wendejacke sein, wenn es einem zu auffällig ist? Nee, das ist keine Wendejacke. Die wäre ja auf der Rückseite noch auffälliger. Letztes Jahr war es eine Wendejacke, da war die in der Innenseite noch weiß. Sehr, sehr cool. Aber ich glaube, bei den Kindern ist es eine Wendejacke, genau in dem Design. Und auch auf der Innenseite ist sie dann komplett weiß, wenn das einem zu auffällig ist. Super, für alle, die zuschalten, wir sind in der Skiabteilung bei Decathlon Saarlouis und machen mal einen kurzen Rundgang, gucken uns mal so ein bisschen um. Das Ganze ist natürlich auch, wenn es mal richtig kalt ist, ich kenne das vom Fahrradfahren, ich trage übrigens, wie du mal guckst, ja, was habe ich drunter? Ich sehe es nicht, ich sehe nur dein Polo. Genau, unterm Polo, was schätzt du? Ich nehme an Kipster. Ja, Kipster, genau, ja. Habe ich dran. Das heißt, es gibt richtig tolle Funktionskleidung, die gibt es hier?
Genau, die ist dann nicht von Kipster, weil Kipster ist unsere Teamsport-Marke, aber von Weetze. Und die ist dementsprechend auch ein bisschen wärmer als die für Fußball, weil im Fußball dann ist man noch viel, viel am Rennen und wenn das dann zu warm ist, ist es auch nicht gut. Und hier ist die extra, extra warm, weil man ja in den Bergen ist. Genau, das heißt, die ist auch warm, wenn man zum Beispiel in der Hütte ist oder man trinkt mal draußen Glühwein. Genau, und das Schöne ist an dieser Too Warm, die wir gerade sehen, das ist ja eine Innovation von uns. Sag mal, drauf kann man mit das wenden. Ne? Ja. Wir haben das extra zweimal angezogen, die Puppe. Und zwar einmal hat man eine sehr glatte Seite, die dann nicht für so ganz so viel Wärme sorgt, wenn die innen ist. Und auf der anderen Seite haben wir das so ein bisschen angeraut. Das heißt, man kann das drehen und hat zwei unterschiedliche Wärmeleistungen in einem. Super, Teil 2 gleich. Bleiben Sie dran, hier ist Saarland Fernsehen 1, Ed Saarland und Breaking News Saarland und wir zeigen Ihnen mal die Insights über das Thema, was mache ich alles richtig beim Skifahren mit dem Michi. Bis gleich. Teil 2, wir drehen im November 2017, es ist Mittwoch und die Ruhe vor dem Sturm. Der Michi hat mir gerade eben erklärt, ja, wenn die erste Schneeflocke runterfällt, dann geht es hier richtig ab, oder? Dann geht's ab. Also wie gesagt, da kann man die Uhr nachstellen, sobald ich aus dem Fenster gucke und sehe, oh, es schneit, es liegt Schnee, dann weiß ich, okay, das wird ein witziger Samstag zum Beispiel, weil die Kunden alle uns die Bude anrennen, weil jeder Handschuhe, Mützen, Schal, Schlitten braucht. Genau, hier vorne haben wir eine ganz große Abteilung. Das Ganze ist rund um das Thema Wintersport. Genau, und hier bewegen wir schon Richtung Bergsport jetzt wieder, was wir ein bisschen weiter nach hinten gerückt haben. Wo aber auch jetzt für die herbstliche Jahreszeit schöne Daunenjacken dabei sind. Ein bisschen herbstlichere Jacken als jetzt die dicken Skijacken. Genau, das heißt, auch das wäre jetzt kombinierbar, wenn ich jetzt zum Beispiel mitfahre als Frau, fahre selber keinen Ski, das soll es ja geben, ja. Die sind trotzdem beim Skiurlaub mit dabei und freuen sich dann. Tagsüber sind die Jungs weg und die Frau, die liegt im Wellness, dann kann man sich hier auch wunderbar bedienen. Ne? Das ist dann tatsächlich ja Urlaub, glaube ich, ja, genau. Und wenn es dann vielleicht nicht eine ganz, ganz dicke Skijacke sein muss, dann kann man hier auch wunderbar, das ist jetzt der Herrengang allerdings, aber dann könnte die Dame dann auch in ihrem Damengang sich eine wunderbare... Es gibt einen Damengang. Es gibt einen Damengang für Wandern. Und da haben wir zum Beispiel die X-Light-Jacke für 29,99 in ganz, ganz, ganz verschiedenen Farben. Ist so wie eine Jacke, die eher so für herbstliches Wetter ist, wenn es noch nicht komplett kalt ist. Ich glaube, dieses Design ist ja, ich habe es immer ein bisschen genannt, wie diese Luftmatratzen, ist ja momentan in Mode, sehe ich immer wieder öfters. Und Es ist unglaublich krass. Ihr seht irgendwas, was gut läuft, ja, was vielleicht irgendeine tolle große Marke gemacht hat. Ja, dann macht ihr es nach. Ja. Oder was heißt nach? Ihr wart teilweise vielleicht auch das Original. Vielleicht haben die anderen es ja uns nachgemacht. Nee, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht haben die es ja auch nachgemacht. Aber man braucht keine Angst zu haben. Die Qualität ist immer top, oder? Richtig, genau. Also wir versuchen natürlich, weil du es angesprochen hast, auch immer modisch unsere Produkte dementsprechend auch aufzuwerten und ansprechend zu machen. Gleichzeitig brauchen wir uns von der Qualität nicht verstecken. Nur weil der Preis günstig ist, sagt das nichts über die Qualität aus. Super, wir gehen mal ganz kurz zur Serviceabteilung vom Thema Ski. Dann gucken wir uns das mal an. Ist sie schon aufgebaut? Nee, also die ist prinzipiell ja, die ist aufgebaut. Das heißt, man kann auch jetzt schon seine Skier vorbeibringen. Allerdings sind wir heute schwer am Umbauen. Wir verrücken unseren Servicepoint ein bisschen. Deshalb ist es ein bisschen chaotisch. Aber ich kann dir trotzdem etwas dazu erzählen. Genau, super. Das ist da, wo normalerweise, genau, hier sieht man es nämlich ein bisschen. Sieht nach Baustelle aus. Ja, ist aber nicht schlimm. Wir haben kurz darüber gesprochen. Das muss ja auch sein, ja. Der Service Point, der wird verrückt. Der war, also wenn ihr hier in Saarlouis seid, ihr kennt das ja, hier war der Service Point immer. Der wird jetzt verrückt. Und dort gibt es dann jetzt im nächsten neuen Service Point. Und da, wo die Fahrräder sind oder waren, dort entsteht jetzt der Skiwartungsbereich, der ist jedes Jahr hier, richtig? Genau, jedes Jahr im Winter kann man die Skier bei uns abgeben, Snowboards, und dann werden die von uns gewartet, kleiner Service oder großer Service. Ich kann auch gerne mal die Preisübersicht zeigen für die Kunden. Gerne, sag mal. Und das kommt aber so, ich sag mal so, in den nächsten 14 Tagen seid ihr hier komplett im Setup. Es hat ja noch gar nicht geschneit. Genau, wir sind gerade in der Vorbereitung, so der Winter kommt, der ist im Vormarsch. Und hier sieht man zum Beispiel ein kleiner Skiservice, kostet 15,99 Euro. 15,99 für einen Skiservice? Ja. Ist etwas günstiger als in den Alpen, oder? Allerdings, so, ja, wir wollen uns natürlich auch abheben von der Konkurrenz. Und eben der große Service, wo dann eben diese Belagsausbesserung drin ist, der kostet dann dementsprechend 24,99 Euro. Oh, das ist so dermaßen teuer, ja. 24,99 für einen großen Service, ja. Das ist Wucher, ja. Das muss ich wirklich sagen. Okay, das heißt, die Skier einfach abgeben, Bescheid sagen, man kriegt dann ein Märkchen. Man kann die Wannen mitnehmen? Also man gibt sie bei uns ab und wir sagen Bescheid, wann sie fertig sind. Wir müssen uns natürlich immer danach richten, wie viele Skier sind gerade bei uns. Das heißt, das kann variieren. Es kann sehr schnell gehen. Es kann aber auch mal eine Woche dauern, wenn wirklich Peak ist und Saison ist. Aber man weiß ja in der Regel ein bisschen vorher, wenn man Skiurlaub geht, dann kann man das eigentlich gut planen. Okay, das heißt, man sollte das ein bisschen einplanen. So, das Beste ist, man kommt irgendwie samstags her und nächste Woche Samstag kann man sie mitnehmen. Zum Beispiel, genau.
ich habe keine Fragen mehr. Wo findet man euch? Wir sind direkt neben Ikea in Saarlouis-Liesdorf im Hader 1 bis 3 und wir freuen uns auf alle, die vorbeischauen. Und die Öffnungszeiten noch? Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag 9 Uhr bis 20 Uhr. Genau, kleine Erwähnung, ein Scherz, ja, Parkplätze vor der Tür kostenlos, wir sind neben Ikea. Wir sind neben Ikea und wir haben, glaube ich, ein paar Parkplätze vor der Tür und die sind auch tatsächlich kostenlos. Ich glaube, es sind ein paar tausend, aber das ist okay. Das heißt, auch hier einfach nur Ikea draufhalten, Decathlon ist rechts daneben, man kann umsonst parken, ja. Und ich kann es nur empfehlen, ja, kommen Sie früh genug her, denn auch mir ist es so gegangen, planen Sie mal ein paar Stunden ein, denn wenn man hier erstmal angefangen hat zu kaufen. Ihr habt so kleine Rollcontainer, die man mitnehmen kann. Also ich habe keine Einkaufswagen, aber oft braucht man zwei. Ja, es kommt vor. Also ich kenne deinen Kaufverhalten nicht, aber das kommt auf jeden Fall vor. Ich bin so ein Impulskäufer. Für mich ist euer Laden ganz schlimm. Ja, ich nehme dann Sachen mit, die ich überhaupt nicht geplant hatte, aber ich glaube, das ist ein Teil eures Konzeptes, ja, lieber Michi. Und sag nicht nein. Nein. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zeigen. Mach ein großes Gewinnspiel. Geht bitte auf @sar und da findet ihr dieses Video und drunter steht genau drin, wie es funktioniert. Und liebe Fernsehzuschauer, auch ihr bitte ins Internet bei Facebook @sar und viel Spaß beim Mitmachen. Danke, Michi. Und wir drehen heute noch ein tolles Video über das Thema Reiten, Reitsport. Genau.